Vielleicht mal den anderen Mannschaften auch zeigen, damit sie das im nächsten Jahr
sechsten Platz in einem wirklich sehenswerten Turnier belegte Herr Strato, AV aus dem Landesverband Jacob Sommermann. Und da ich selber in der Regionalliga den Strato AV unter Walter Bollmann in seinem Namen damals zeigen durfte, bin ich verblüfft, wie unaufgeregt er hier auch die Fehlentscheidung von uns Schiedsrichtern hingenommen hat. Also, Glückwunsch an Strato. Danke. So, bitten wir den Mannschaftskapitän eines Weiß da vorne, der einen stolzen Namen trägt. Und wir freuen uns auch, die ideale Lübecker Mannschaft des Weges gehabt zu haben. Fünfter Platz, Gutheil, Lübeck. Schön, dass wir heute keine Lust an Hand geben können. Ein Wimpel, der mir gleich mal los ist. Der nächste Tag ist Spindel. Ich bin noch mal drauf. Und dann weitere Seite noch an diesem Platz immerhin. Gegen einen Bundesligisten. Auch mal früher können wir. Damit sind wir bei vierten Platz. Wir bedanken uns bei Sport 2000. Das war die Familie Sperlinger Sportgeschäft. Das ist mal Dienstag. Da haben wir einen herzlichen Wandel der Firma Holz gespendet für den vierten Platz. Und das war ja mal ein bisschen undankbar. Ein Spiel eigentlich schon klar gewonnen von Lauenburger SV, dem Pokalverteidiger. Und dann gab es erstmals hier in der Geschichte vom Frauenhandballturnier mit auf Regelung einen 7 Meter. Und wir bitten darum, nicht traurig zu sein und bitten die Mannschaftsführerin von Lauenburg nach vorne. Glückwunsch, vierten Platz. Dann müssen wir noch mal. In der Entscheidung vom Punkt kann auch mal Bayern München entscheiden. In der klassischen Vertretung. Egon Edens, der Energieversorger dieser Region hier, sportet das Siegergeschenk für den dritten Platz und der Lüftling und der Ansehenswert, nicht unbedingt gleich offen an hier, aber die Trainerfreundin und die Spielerin, denke ich mal, diese Shirts hier. Ohne was dazu gelegt. Wir mit nach vorne den Mannschaftskapitän des Mecklenburger SV im 7 Meter Rennen mit dem Platz zu der Glückwunschwahl. Den Präsidenten der TSG hier bei der Siegerehrung auch noch.
jetzt jedes Mal. Hat eine schwere Saison vor sich und ich bin auf jeden Fall ein guter Mann. Ja, Schiedsrichter. Ha, 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 ha